Ja, ich bin die Anne Furth, 33 Jahre alt, lebe in Krefeld und zusammen mit meiner Familie und meinem Bruder Johannes führen wir das Restaurant Nordbahnhof hier in Krefeld und die Schlüffgen Brauerei seit 2018. Wir sind ein echter Familienbetrieb, dazu gehören meine Mutter Steffi, mein Vater Viktor, meine Schwester Anne und natürlich ich. Zu unserem Familienbetrieb hier am Nordbahnhof gehört dazu natürlich das Herz des Nordbahnhofs, unser à la carte Restaurant mit großem Biergarten im Sommer auch und zusätzlich haben wir noch Veranstaltungsräume. Ein typischer Tag hier im Nordbahnhof sieht aus, dass wir morgens starten. Für mich bedeutet das vor allem, über die Dienstpläne zu schauen, Mitarbeiter vielleicht nochmal umzustrukturieren, neu einzuteilen. Dann geht es in den Tagesablauf, die ersten Veranstaltungen müssen vielleicht vorbereitet werden. Das Schöne beim Familienunternehmen bei uns ist, man hat kurze Entscheidungswege. Man hat was auch sehr Schönes, aber trotzdem natürlich manchmal etwas herausfordernder ist, dass jeder seine eigene starke Meinung hat. Und ab 11:30 geht es dann auch schon los mit unserem Mittagsgeschäft, von 11:30 bis 14:30. Und dann haben wir noch mal eine kleine Pause, wo wir vielleicht auch wieder Sachen vorbereiten oder auch mal kurz ausruhen und dann geht es ins Abendgeschäft. Wir haben im Laufe der Jahre eine wirkliche Leidenschaft für das Bierbrauen entwickelt. Anne und ich haben uns dann länger damit beschäftigt, 2-3 Jahre Planungszeit. Wir produzieren bei uns mit einem 20 Hektoliter Sudhaus alle Biere hier für den eigenen Gaststättenbedarf und für weitere Gastronomie und den lokalen Handel, brauen Pilz und Alt ganzjährig und weitere saisonale Spezialitäten. Ja, wir sind seit über 20 Jahren Kunde bei der Metro. Wir bestellen hauptsächlich digital über ein Online-Bestellsystem, aber natürlich auch mal mündlich. Wenn zwischendurch noch was fehlt, rufen wir auch gerne mal telefonisch an. Wir werden dreimal die Woche von der Metro beliefert, geht dann von frischen Produkten bis in den Spezialitätenbereich. Unsere Topseller im Restaurant sind deutsche Spezialitäten. Durch die vielen Veranstaltungen haben wir aber auch zum Beispiel ein italienisches Buffet. Und auch dafür kaufen wir die Zutaten bei der Metro. Das ist dann von der Mayonnaise für einzelne Soßen als Beispiel über die frischen Kräuter, über Salate. Der größte Zeitfresser in der Gastronomie war und ist, dass nichts digitalisiert ist, dass sehr viel händisch gemacht wird. Und das ist die größte Herausforderung, die verschiedenen Prozesse, die man in jedem Unternehmen hat, zu digitalisieren. Bei der Mitarbeiterführung ist uns wichtig vor Ort, dass wir auch das Familienunternehmen widerspiegeln. Wir verbringen alle so viel Zeit hier im Betrieb, auch natürlich zu Zeiten, wo andere Leute vielleicht schon Freizeit haben, sind wir hier für unsere Gäste da und miteinander. Und da sollte man sich einfach wohlfühlen. Wir sollten Spaß bei der Arbeit haben. Und dann ist man einfach gerne hier und ja, leistet natürlich auch bessere Arbeit. Und so langsam ist dann der Tag dann beendet.